Also, der Donald Trump, der Recep Erdogan und der Wladimir Putin sind sehr korrupte Staatsoberhäupter und tun sich sehr stark bereichern, was sie nur können. Und nehmen Schmiergeld entgegen. Und jetzt einer, den ich noch vergessen habe. Der lustigste Fauna, der Silvio Berlusconi, ist schon richtig korrupt gewesen. Früh kapitalistisch veranlagt. Und das Beste wäre es jetzt natürlich einfach, wenn die vier fehlbaren Staatsoberhäupter ihr Geld einfach mir überschreiben würden. Und jetzt muss ich nur sagen, ein Dankeschön an Angela Merkel. Sie war immer sozial und hilfsbereit, hat Kohäsionsmilliarden auf Osteuropa geschickt. Und so eine, die so sozial und hilfsbereit ist und das Mutti des Landes ist, also es ist ja Dr. Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie hat ja, weil sie immer die beste Politik betrieben. Schade, dass sie schon bald abtreten. Aber ich denke, oder ich hoffe, es werden da nicht noch weitere korrupte Sachen dazukommen.